Hallo bei den Nerdfamizien Shortcuts, diesmal zum Thema Zugänge bei kleinen Kindern. Die erste Frage sollte immer sein, brauche ich wirklich einen intravenösen Zugang? Gerade bei Säuglingen und Kleinkindern kann es ein schwieriges Unterfangen für alle Beteiligten sein. Häufig ist intranasale Applikation von Medikamenten, zum Beispiel Esketamin, zur Analgesie absolut ausreichend. Einen intravenösen oder realistischer bei kleinen Kindern einen intraocellaren Zugang brauchen wir bei dramatischen Notfällen wie Reanimation oder Polytrauma, wenn es um Narkose geht. Intramuskulär applizieren wir als erste Wahl bei der Anaphylaxie, aber auch zur Analgesie kann das eine Option sein, zum Beispiel wenn die Kinder ganz verrotzte Nasen haben. Hier bietet sich zum Beispiel die Wade als Applikationsort an. Wir wünschen euch viel Erfolg bei diesen Notfällen und bis bald bei Nerdfamilien.